Servus zusammen, recht herzlich willkommen auf der neuen Mini-Brunnen. Wir spielen wieder mal den LS22, die Alpenmap. Und wir sind jetzt endlich im März angekommen und es gibt jede Menge zu tun. Früher morgen haben wir unsere Fahrzeuge hier schon mal bereitgestellt. Zweimal Fendt, einmal Valtra. Die beiden Geräte werden gleich in die Aussaat gehen, denn wir werden Hafer und Gerste ansehen und wir werden Sonnenblumen ansehen. Aber zuvor müssen wir das ein oder andere Feld noch hier kalken und wir müssen auch noch ein kleines bisschen düngen, und zwar unser Ackergrasfeld. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gülle ausbringen. Deswegen nehmen wir hier den Xerion, der steht vor dem Fessle, und dann geht's auch schon los. Soweit alles vorbereitet. Und jetzt bin ich gerade mal überlegen, wir können natürlich auch beim Schweinestall, glaube ich, vorbeifahren und können dort aufladen bzw. auftanken. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, jede Menge Arbeit jetzt, Feldarbeit zu Beginn des Jahres im Frühling. Endlich ist es soweit, es geht wieder mal weiter hier auf der neuen Mini-Brunnen. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen eng hier. Kommen wir da vorbei? Nee, da kommen wir nicht vorbei. Da müssen wir auf jeden Fall einmal rückwärts setzen, was aber mit dem Xerion ja kein Problem ist. Die Allradlenkung hilft uns dabei. So, wir werden so rumfahren, weil wir da vorne auf jeden Fall ein Vorgewende fahren müssen. Servus Mädels, es gibt wieder Arbeit. Ja, auch er muss sich ein bisschen mühen. So, ich glaube, hier haben wir so gut wie gar nichts drauf. Ja, 15, also gut, da muss auf jeden Fall Material drauf. So, dann erstmal richtig ausrichten hier. Weil mit dem Schleppschlauch hat er also immer ein bisschen Probleme, glaube ich, wenn er über den Feldrand hinausfährt. Okay. So, ab die Post. Jo, Material geht raus. Wir sehen es links unten in der Karte. Und jetzt bin ich gerade gespannt. Fruchtzerstörung ist an. Oh, ja, da sehen wir es auch. Okay, dann müssen wir hier ja Folgendes machen. Dann müssen wir hier jetzt erstmal rum. Ja, alles gar nicht so leicht. So, Dele. Und passt es? Es passt. Sehr schön. So, die Bambis sind auch wieder unterwegs. Lassen sich aber nicht verscheuchen. Auf dem Feld hier rechts, da hatten wir letztes Jahr Mais drauf. Da machen wir jetzt Sonnenblumen drauf. Saatbett haben wir. Wir haben ein wunderschönes Saatbett. Da werden wir gleich mit dem Fendt, glaube ich. Nein, mit dem Valtra. Der Valtra hat die Einzelkorn-Sämaschine angedockt. Und da gehen wir dann gleich raus. Aber erst möchte ich auf jeden Fall vermeiden, dass er mir hier irgendwie aufs andere Feld rüberfährt. So, der Kollege da drüben wird mit Sicherheit ein Auge zudrücken. So. Und dann geht es hier wieder runter. Und dann sollte eigentlich der Helfer hier zurechtkommen. Und dann können wir uns um das nächste Feld kümmern. Aber das wird erstmal gekalkt. Das heißt, wir fahren erstmal mit einem zum Kalken raus. So, das passt soweit. Hervorragend. So, wo haben wir denn? Hier steigen wir aus. Springen mal rüber zu dem Fendt. Motor an.
Und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Kalk. Dann werden wir nämlich auf jeden Fall eins der Felder kalken, denn wir werden Hafer aussehen für unsere Hafermilch. Denn wir haben hier eine Produktion, da können wir Hafermilch produzieren. Wasser ist schon dort, Sonnenblumenöl, was man dafür braucht, haben wir auch. Uns fehlt eigentlich nur noch der Hafer. So, können wir auffüllen? Wir können auffüllen. Sehr schön. Und dann geht's raus aufs Feld, denn die Drille, die kann düngen, hat Direktsaat und seht natürlich, ist klar, ne? Und das heißt, da müssen wir eigentlich gar nichts mehr groß machen auf dem Feld, sondern eigentlich nur noch kalken, dann müsste alles in den grünen Bereich kommen für Precision Farming. Sehr, sehr schön. Und dann werden wir nämlich da hinten die drei Felder, die ich ursprünglich eigentlich gedacht hatte für Sonnenblumen. Da habe ich jetzt dann doch ein bisschen anders entschieden. Und zwar haben wir drei Felder und ein Feld ist schon mit Weizen. Das heißt, da machen wir da Hafer und Gerste drauf. Und dann haben wir es nämlich auch bei der Ernte etwas leichter, weil dann können wir mit dem Drescher eben ohne das Schneidwerk wechseln zu müssen hier entsprechend arbeiten. So, hier gehen wir rüber. Sehr schön. Dann machen wir nämlich hier ein Feld Hafer und ein Feld Gerste. Und da hinten das Feld, das haben wir ja nochmal zusätzlich erworben. Da ist jetzt schon Weizen drauf. So, einmal ausklappen. Einmal die Drohnenansicht. Und dann raus mit dem Zeug. So, das passt auch. Vorgewände, auch hier wieder erforderlich. Sehr schön. Mit Kalk bringen wir das Ganze hier wieder auf 100%. Ich habe auch in der Zwischenzeit einige Bodenproben wieder nehmen müssen, weil das ist ja auch so ein Punkt. Darf man ja nicht vergessen, dass natürlich dann die, die Beschaffenheit des Bodens oder die Bodenproben, die man eben genommen hat, da nicht mehr aktuell sind, die muss man dann auch ergänzen. Das erkennt man eben daran, dass doch langsam die Farbe ja immer dunkler wird. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass da vielleicht irgendwie doch eine einfachere Anzeige wäre. So, man sieht es nämlich, wenn man hier jetzt da drauf geht, dann ist es so, dass wenn man hier auf die Felder geht und sich zum Beispiel das hier ansieht, dann ist es jetzt ein kräftiges Gelb hier, während hier ist es schon ein kleines bisschen dunkler. Aber wir haben hier Felder wie dieses hier, da haben wir schon lange keine Bodenproben mehr genommen. Das wird dann da so richtig dunkel und da müsste man jetzt Bodenproben nehmen. Hier Feld Nummer 8 habe ich genommen, Feld Nummer 6, Feld Nummer 18. Und so wie es aussieht, müsste man eigentlich auch Feld Nummer 11 nehmen. Das wählen wir mal aus, kaufen die Bodenproben und dann seht ihr gleich, es wird ein bisschen heller und dadurch auch eben dann präziser, was die Bodenproben angeht. So, ansonsten... Ja, nein, das wollen wir jetzt an der Stelle nicht mehr. So, das machen wir weg. Wir sind bei 10% Verkaufspreissteigerung und haben eine Umweltbewertung von 84. Sehr schön. Aber das will ich auf jeden Fall noch über 90 bringen. So, dann machen wir hier mal weiter. Und ich denke, da können wir jetzt den Helfer schon mal losschicken. Sehr gut, dann springen wir mal wieder hin in den Valdra Q265. Wir machen mal ein bisschen Licht hier. Oh ja, den müssen wir auf jeden Fall auch aufladen, auffüllen. Und hier müssen wir umstellen auf Sonnenblumen, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. So, an unserer Multi-Einkaufsstation werden wir uns jetzt hier bedienen. Einmal aufgefüllt. Einmal die Klappe öffnen. Dann müssten wir hier auch auffüllen können. Sehr schön. Klappe schließen. Umstellen auf Sonnenblumen. Und dann geht's los. Und Helfer C hat bereits erfolgreich beendet. Helfer C, ist das unser Xerion? Ist das der Xerion? Wo springt er denn rum? Ah ja, da oben glaube ich, oder? Ja. So, der Valdra kämpft auch.
Und dann schauen wir mal, was wir hier auf das Feld mit dem Ackergras machen, weil wir haben noch ein Feld mit Ackergras und da habe ich dann auch Ideen für die Zukunft, weil wir ja auch wieder was Neues gekauft haben. Da komme ich aber gleich dazu. Jetzt packen wir den erstmal ein. So, das sieht soweit gut aus. Ich bin etwas irritiert. Augenblick mal. pH-Wert Stickstoff. Okay, nee, da hat anscheinend... Das Fass ist nämlich noch so voll. 80-80. Tatsächlich, das sieht gut aus. Das sieht ja doch besser aus, als ich dachte. Das Fass hat noch 62%. Sehr schön. So, dann lassen wir den erstmal hier kurz stehen. Nee. Ja, die wollen nicht hören. Die wollen nicht hören. So, dann lassen wir den erstmal kurz hier stehen. Weil sonst steht er nämlich beim Wenden im Weg. Und dann wird hier jetzt schön Sonnenblumen angesät. So, die Maschine hat ja keine Direktsaat, soviel ich weiß. Augenblick, ich schaue lieber selbst. So, nee, die hat keine Direktsaat. Okay, auch hier wieder das erste Vorgewende müssen wir selbst fahren, wegen den Bäumen. Der Helfer fängt ja sonst an, immer ein bisschen zu spinnen. Ja. Ja, jetzt geht's wieder los. Wir gehen in die Saison und das heißt, wir haben unsere ganzen Felder zu bearbeiten. Und ich hatte ja gesagt, dass wir wieder was gekauft haben, denn es gab im Shop wieder mal einen Schnabber. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir. Ich sage nur Klaas, ich sage nur Jaguar und Bandlaufwerk. Und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was machen, aber eben nicht nur normal häckseln, denn ich habe überlegt... weil wir haben ja noch diesen kleinen Jaguar und mit dem, den würde ich eventuell umrüsten wollen, weil wir könnten dann zukünftig auch die Grasfelder häckseln und wir haben ja noch diesen wunderschönen Anhänger von Oma Tanner, der ja entsprechende Kapazitäten hat und den könnten wir nämlich dann eben dazu benutzen, um auch Grasflächen zu häckseln. Und wir haben ja eine schöne große Grasfläche, wo wir ja zukünftig Mais drauf machen wollen. Und da könnten wir den zum allerersten Mal einsetzen mit so einem Glasdisk. Das zeige ich euch aber gleich. Der hat auf jeden Fall 5 Meter Arbeitsbreite. Und damit kann man sowohl Gras als auch Ackergras häckseln. Und das wäre zum Beispiel auch mal witzig. Das könnte man dann auch mal machen. So, jetzt werde ich hier nicht an den Bäumen entlang fahren. Oder machen wir das? Doch, das machen wir. Und dann können wir nämlich den Helfer losschicken. Vermutlich ist unser Freund Kalk auch schon durch. So, was haben wir denn? 269, immer links unten ein bisschen auf den Kompass achten. Dass man ungefähr so weiß, wie man fährt. Ja, da wir ja leider kein GPS haben. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir zu dicht an die Bäume kommen. Schön. So, da machen wir nämlich hier wunderbar Sonnenblumen. Jetzt überlege ich gerade. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Raps. Okay. Das heißt, wir müssten dann sowieso
das Schneidwerk austauschen, aber das ist ja hier in der Nähe kein Problem. Ja, wir fangen doch wieder von oben an. Es ist einfach besser, wenn er dann seine Wenden macht, wenn er bergab fahren kann anstatt bergauf. So, und ab die Post, mein Freund. Ich denke, du kommst zurecht. So, dann schauen wir mal. Ah, er muss noch eine Spur fahren. Wusste ich's doch. Wundert mich aber, dass er das nicht gemacht hat. Ich denke, mit dem Kalk kommen wir hin, oder? Ja, das Unkraut ist kaum zu übersehen hier an dieser Stelle. Aber das müsste ja, wie gesagt, mit der Direktsaatmaschine müsste das ja klappen, dass der das alles in einem Abwasch durcharbeitet. So, jetzt müssen wir da gucken. Bisschen Fruchtzerstörung, oder? Ah, das ist immer noch nicht so weit. Okay, okay, okay. So. Okay, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz meine Idee. So, der Kollege, hier steht er, der Jaguar TerraTech 960. Ich habe den jetzt erstmal nur mit der kleinen PS-Zahl ausgestattet, aber das sollte uns dann reichen. Aber wenn wir den haben, beziehungsweise mit Eamsen hier, wir haben ja noch den kleinen Feldhexer, den Jaguar 840. Damit könnten wir dann zukünftig zum Beispiel eher, Kombination. Wir könnten dann zum Beispiel mit dem Teil hier arbeiten und Grasschwart häckseln. Aber was mir eigentlich für den hier vorschwebt, ist, dass wir hier mit dem Direct Disc 500 arbeiten, 5 Meter Arbeitsbreite. Und dann könnten wir hier zum Beispiel Gras direkt mähen und häckseln. Und Ackergras könnten wir mähen und häckseln. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir wieder bei uns vorne dann doch wieder ein Ackergrasfeld hinmachen. Da würde sich das Ganze nämlich lohnen. Und die beiden Sachen wären mit Sicherheit interessant. Unabhängig mal davon, dass mir aufgefallen ist, interessanterweise, dass es hier der Orbis 750 mit 7,50 Meter Arbeitsbreite nur mit 8 km/h fährt, während wir das Ganze hier, wenn wir es von Camper holen, mit 10 km/h fahren können und das zum selben Preis. Und da bin ich auch überlegen, wie wir das machen. Auf jeden Fall sollte die Idee sein, dass wir zukünftig eventuell mit Eamsen hier, wenn wir uns das nochmal anschauen, das müsste ja gehen, oder? Ja, natürlich, das müsste auch mit dem gehen, dass wir dann mit Eamsen hier, mit dem kleinen Glas, dann zukünftig eben Gras häckseln und mit dem großen machen wir dann die Maishäcksel, weil hier hatten wir ja vorher die 4,50 Meter und mit dem können wir dann 7,50 Meter arbeiten und ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall dann besser zurecht. Und die Idee ist natürlich immer mit dem Anhänger von der guten Oma Tanna, mit dem Mod hier zu arbeiten, mit dem TARDIS DK XL, denn da passen 250 Kubikmeter rein. Das heißt, den hängen wir dann eben an den Häcksler hinten dran, dann können wir arbeiten, aber ich würde dann dennoch immer parallel arbeiten wollen mit zum Beispiel einem wunderschönen Glasanhänger hier. So, wo haben wir ihn? Da haben wir zum Beispiel die Cargos-Serie 750, 760 und dann könnten wir praktisch immer nebenher fahren und wenn der dann voll ist, dann tut der Häcksler trotzdem mit dem Helfer weiterfahren und belädt dann den anderen Anhänger und somit können wir dann mal ein bisschen ordentlich häckseln, Gras häckseln, dann Feldfrucht häckseln oder eben Mais häckseln machen und da eben in die Richtung ein bisschen noch weiter gehen. So, das also hier unser neues wunderschönes Gefährt. Es steht hier noch auf dem Hof, denn wir werden es ja noch nicht brauchen, aber im nächsten Monat, da werden wir es höchstwahrscheinlich brauchen und zwar für dieses Feld hier, das ist dann nämlich Gras, erntereif, hier können wir dann drüber ziehen und genau den neuen Jaguar hier einsetzen und anschließend packen wir hier dann Mais drauf und das wird dann unser schönes Maishäckselfeld und ich bin am Überlegen, ob wir das hier auch machen. Wir könnten natürlich auch hier das Ackergras drauf machen, weil wir hier schon ein schönes Saatbett haben. Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall. So, der macht, dreht seine Runden und wir haben hier noch den Fendt 728. Den bringen wir jetzt noch aufs Feld hier.
Und dann sollte er schon mal anfangen, Hafer auszusäen. So, wie sieht's denn aus? Ja, den müssen wir auch noch aufladen. Beziehungsweise auffüllen. Aber ich glaube, hier geht keine Klappe auf, oder? Sämaschine aufklappen als solches. Abdeckung öffnen. Ja, man sieht das nicht, oder? Interessant. So, dann schauen wir mal. So, das war die eine Befüllung. Und das war die andere. Es geht auch so. Wir schalten gleich mal um, damit wir es nicht vergessen. Auf Hafer. Und dann fahren wir hier mal zum Hof raus. Und los geht's. So, wie immer müssen wir ein bisschen auf den Verkehr achten. Der Verkehr achtet auf die Fußgänger. Auch sehr schön. So, wir machen mal die Rundumkennleuchte an. Also das finde ich jetzt schon interessant, muss ich sagen, dass eben die Originalteile etwas langsamer unterwegs sind bei Glas mit 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, während wir eben den Camper haben. Aber es muss ja auch einen Sinn ergeben, ne, dass es ja dieses Zusatz- oder diese Fremd- oder Drittherstellerteile gibt. Die müssen ja einen gewissen Vorteil haben. So, jetzt steht der Kollege noch ein bisschen im Weg, aber es ist kein Problem, da fahren wir übers Feld. Oh, da sind wir ein bisschen spät. Okay, hier haben wir 6 Meter Arbeitsbreite. Sehr schön, Hafer ist eingestellt. Ja, bin nochmal gecheckt. Sonst gibt es nichts einzustellen. Genau, es kann losgehen. Okay, Tempomat rein. Wunderbar. Ah, Hafer braucht zum Glück nicht so viel anscheinend an Stickstoff. Das heißt, da kommen wir gut hin, weil das Feld haben wir ja nicht vorher mit Gülle bearbeitet. Ich bin da mal gespannt, was wir dann hier für eine Umweltbewertung bekommen. Ja, du musst einen kurzen Moment warten. So, auch hier vorne wieder ganz, ganz wichtig das Vorgewende. Denn die Birken, die da stehen, die behindern unseren Helfer auch immer ein bisschen. So, jetzt müssen wir aber genau schauen. Ja, soweit passt das. Sehr gut. Und ab hier, glaube ich, kann der Helfer übernehmen. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob das klappt, dass er auch hier richtig wendet. Und nebendran werden wir dann eben ein Weizenfeld haben. Und dann können wir auch hier wieder mit einem Schneidwerk im Prinzip alle 3 Felder hintereinander abernten. Und den Hafer, den bringen wir dann eben in unsere Molkerei. Und da bin ich mal gespannt, welche Erträge wir dann mit Hafermilch haben. Also auch hier gibt es auf der Map einige Spezialprodukte. Sehr gut, das sieht doch gut aus. Das klappt soweit.
Die Horsch Pronto. 6DZ. Sehr gut. Mal kurz ausspringen, mal schauen, wie sie aussieht. Hervorragend. 122. Das liegt natürlich daran, weil noch gewalzt werden müsste. Aber das überlege ich mir. Ihr wisst ja, ich bin da jetzt doch kein so Freund davon. Denn wegen den 2%, da glaube ich, da kommen wir gut bei rum. Okay, Freunde, das soll es dann wieder mal für diese Folge gewesen sein auf der Neu-Mini-Brunnen. Wir sind jetzt endlich im März. Jetzt geht es wieder los auf den Feldern. Es gibt wieder viel zu tun. Und die nächsten Folgen dürften wieder für euch interessant sein. Wenn wir zum Beispiel mit dem Jaguar unterwegs sind und dann Gras häckseln oder Feldfrüchte häckseln, da dürfte die Sache doch schon wieder richtig spannend werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle, während der Fendt vorbeifährt, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.